Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect 2. So, wir sind hier irgendwo auf irgendeinem abgefuckten Planeten und müssen ein paar Blue Suns killen. Soweit, so gut. Läuft eigentlich auch ganz gut. Wenn ich schon dabei bin, raube ich sie nämlich auch aus. Sprich nichts dagegen. Denn die haben irgendein falsches Signal und damit ködern sie irgendwie Leute oder irgend sowas in der Art. Das schaut nicht so gesund aus, was du da machst, mein Freund. Schlafen würde ich woanders. So, was haben wir hier? Energiezelle. Nice, 224 Munition für schwere Waffen. Da sage ich nicht nein. Wer immer Sie sind, Sie schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Habe ich auch nicht vor. Naja, eigentlich schon. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das sind zwei. So, das, glaube ich, sollten wir anders lösen. Online. So. Wow. Ja, das ist gar nicht so gut. Du darfst auf jeden Fall dein Schild aktivieren. Leck mich fett am Arsch. Okay, der erste ist down. Es wird explodieren. So. Gut. Werde getroffen. Ich glaube, das war's, oder? Ja, schaut gut aus. Schaut eigentlich ganz gut aus. Jetzt kommt noch das Fußvolk. Aber für das Fußvolk nehme ich mehr. Direktes Organtrauma. Noch einer. Der nächste. So. Setze Verbrennungstest an. Ja, finde ich gut. Einmal nachladen. So, Moment, du darfst ein Schild wieder aktivieren und du darfst das. Ja, schaut gut aus. Ich glaube, alles safe und sicher. Und ein bisschen Ammo. Wieso haben wir die jetzt eigentlich getötet? War das hier wichtig? War das ihr Ziel? Oder war das hier jetzt eher optional? Okay, Munition, sehr schön. Ich will halt vor allem Munition jetzt mal wieder für meine Medizinkit. Wie komme ich aber da hoch? Jungs, habt ihr eine Idee? Wie komme ich da hoch? Mit Klettern hat es nämlich nicht so. So. Ah, okay, hier geht's hoch. Gut, 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 gut. Geht's euch eigentlich allen gut? Ich glaube schon. Ich glaube, ihr seid alle soweit fit. Geht mir aus dem Weg. Da ist nichts. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade der optionale Weg ist oder ob das hier der primäre Weg ist. Weil es gab hier noch einen anderen. Okay, da geht's weiter. Schauen wir mal hierher ganz kurz. Da ist auch eine Türe. Die kann ich umgehen. Läuft. Also die Minispielchen hier im Zweier finde ich eigentlich recht angenehm. Ach, Notsignal. Okay, das wäre schon hier. Ja, das ist unsere Aufgabe. Das machen wir später. Wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um. Aber vielleicht finden wir hier noch ein paar Leckereien. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es hier keine Leckereien für uns gibt. Seht ihr? Ein Wandsafe schon mal. Also ein Wandsafe nehme ich auf jeden Fall mit. Ach fuck, jetzt habe ich es vergessen. Da und da. Okay, der ist gerade trickiger.
Der ist gerade echt trickiger. So. Ich meine, ich denke, ich werde es hinkriegen, aber der war jetzt echt anstrengender. Interessanterweise. Naja, 1875 Credits ist immer noch eine Ansage. For free. Ich weiß nicht, wo ich mich gerade in Deckung begeben habe. Ich glaube an einen meiner Teammates. Kann man machen. Ist jetzt nicht unbedingt die saubere Art, die als Kanonenfutter herzunehmen, aber kann man auf jeden Fall machen. Funktioniert. Ach du Scheiße, mein Freund, was haben sie mit dir gemacht? Das schaut ja aus wie ein echt, echt übler Stuhl bei einem Frauenarzt. Okay, Computer aktivieren. Aha. Ach, das war der Kundenvertreter. Ja gut, mit Vertreter kann ich verstehen. Proteane-Artefakt bestätigt. Aha. Okay. Kann ich das irgendwie... Nee, da kann ich nichts machen. Komisch. Gut, wir wissen, dass es irgendwo ein Proteane-Artefakt gibt. Gut, also hier wäre jetzt dann quasi das Missionsende. Aber ich will eigentlich noch schnell einen anderen Weg gehen. So viel Zeit muss sein. Weil vielleicht finden wir ein cooles Upgrade oder irgendetwas. Da gab es noch einen anderen Weg, oder? Gab es nicht? Ja, Iridium nehme ich mit. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es da noch einen anderen Weg gegeben hätte. Scheinbar irre ich mich. Ja gut. Ich dachte, wir wären irgendwo eine Treppe runtergekommen und da hätte es noch einen Alternativweg gegeben. Links oder rechts. Aber so weit will ich jetzt... Jetzt will ich es doch wissen. Meine Fresse, scheiß Neugierde. Weil das ist aber ein gutes Stückchen zurück. Dammit. Das war hier lang... Ey, da liegen ja noch voll die Mineralien rum, die ich nicht mitgenommen habe. Wie kann das denn passieren? Ich habe die nicht komplett ausgeraubt. Also ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht. Gut, hier sind zerbrochene Scheiben. Hier kommen wir auf jeden Fall her. Das ist richtig. Immer der Zerstörungsspur folgen. Dann kommt man auf jeden Fall in den richtigen Spot. So, wir kamen hier runter... Ich glaube, da waren wir schon drin. Okay, das war schon der Alternativweg. Gut. Kommando zurück. Jetzt gehst du von der Deckung weg. Ah, Mann, ey. Das ist halt so nervtötend, dass man Deckung gehen und sprinten und interagieren auf die gleiche Taste gelegt hat. Welcher hirnverbrannte Vollidiot ist auf die Idee gekommen? Ich weiß es nicht. Ey, da ist noch ein Datenpad. Und nochmal Iridium. Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Minen, um Platz zu schaffen. Aha, danke hierfür. Ein herzliches Dankeschön für nichts. Gut, dann deaktivieren wir mal den Sender. Getötet haben wir schon alle und alles. Also. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Blue Suns töten ist immer wieder lustig. Das ist auf jeden Fall ein angenehmer Zeitvertreib für zwischendurch. Sonst gab es hier nichts oder irgendwas, was ich noch hätte mitnehmen können. Irgendein Upgrade oder irgendein... Ne, leider nicht. Ziel erreicht. Ja, Ziel erreicht. Ist okay. Kann man mal machen. Das war jetzt eigentlich echt ein Spaziergang, Leute. Aber muss man auch machen. Bringt Erfahrungspunkte und die tun uns auf jeden Fall gut. Jetzt komm schon. Mach hinne. So, gibt's was Neues? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Nö. Das wäre alles. Viel Glück da draußen.
Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, das hast du mir gerade eben schon gesagt. Ich weiß, du bist ein bisschen langsam. Von Edie. Mhm. Mhm. Und von Schamane Undot. Ich hasse diese Dinge. Geil. Mhm. Die Nachrichten, die sind so geil. Die sind so geil geschrieben, Leute. Alles klar. Gut. So, welche Mission haben wir jetzt noch? Echt? Echt? Da ist direkt nochmal eine Mission. Irgendeine Rakete stoppen, alles klar. Ich muss demnächst tanken. Jetzt bleib halt dort stehen. Wegen dir verheizen wir kostbaren Sprit. Okay, stoppen wir die Rakete. Ich habe eine Anomalie geortet. Start geortet. Sofort Notfallbunker aufsuchen. Ich wiederhole, Javelin Mark 2 Raketenstart geortet. Sofort Notfallbunker. Starte Sonde. Okay. Da ist etwas auf unseren Sensoren. Ja klar landen wir. Komm, wir schießen in den Himmel, bis die Rakete runterkommt. So macht man das doch. Das nennt man Raketenschild. In den Himmel schießen. So oder so ähnlich. Auch wenn ich jetzt wirklich nicht weiß, was wir am Boden machen sollen gegen eine Rakete, aber naja, mal gucken. Ja komm. Einmal will ich noch mit euch. Aha. Ach komm schon, wirklich 5 Minuten. Ich hasse Zeitgeschichten. Wow! Das ist Link gewesen. Das war eine richtig linke Aktion. Da ist ja noch einer. Wieso sagt mir keiner was? Und dass die Tür hier zu ist, hätte mir auch einer sagen können. Verdammte Axt. Wir haben hier Zeitdruck. 4 Minuten 30. Ah, schauen wir mal. Och, komm schon. Ernsthaft. Naja. So ist das okay. Komm schon. Kampf steht bevor. Also das ist schon heftig. Schild ist unten. Zu spät. Jetzt bist du tot. Hab voll eine auf den Sack gekriegt, verdammte Axt. Okay. Spür den Blutrausch. So. So, ihr dürft mir helfen, Jungs. Ihr dürft mir wirklich helfen. Aber meine Schilde gehen echt so schnell runter, das ist Wahnsinn. So. Da unten ist noch einer. So.
Okay, da müssen wir nicht hin. Spür den Blutrausch. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich kann hier nicht runterspringen, verdammte Axt. Ich glaube, ich spinne. So, ein bisschen Munition mitnehmen. Ey, das könnte echt knapp werden. Wo lang muss ich denn? Raketensilo. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das der richtige Weg ist. Meine Schilde sind unten. Uiuiuiui. Komm, flambier ihn. 2 Minuten noch. Okay. Ey, wenn wir noch 2 Minuten haben, dann gucke ich mir ein bisschen um. Geht mir aus dem Weg, Jungs. Wie gesagt, in 2 Minuten kann viel passieren. Das will ich alles mitnehmen. Okay, hat sich richtig rentiert, hier nochmal hochzugehen. Naja, deaktivieren wir den Rotz einfach. Und... So, ich brauch... Dich. Dich. Und... Du schaust ganz gut aus. Es ist nur noch ein Code für die Notfallschalter übrig. Daher kann nur eine Rakete aufgehalten werden. Retten Sie mit dem Notfallschaltercode das Ziel Ihrer Wahl. Ach so. Mhm. Ziel von Rakete 2, Hauptstadt, Notfallschalter, bla bla bla. Ja, komm, Wohngebiet. Ziel erreicht. So arschig bin ich dann doch nicht. Aber wie gesagt, so arschig bin ich dann doch nicht. Weggehen. Ich meine, das kann man nicht machen. Also die Siedlung ist auch ohne Besiedler nicht mehr funktionsfähig. Also kommt schon. Man kann ja einiges bringen, aber das wäre jetzt echt arschig gewesen. Ne? Das wäre jetzt schon fast überarschig gewesen. Daher. Easy, easy. Jetzt schauen wir uns mal an, ob unser Rotschop noch was zu sagen hat. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Okay. Noch etwas, Commander. Auf Wiedersehen. Das wäre alles. So, meine Freunde, damit machen wir heute aber auch einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.